liebe Pflegende, liebe Auszubildende und liebe Mitstreiterinnen. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag der Pflegenden. Wir haben unsere heutigen Forderungen dem Thema Ausbildung gewidmet, denn wir alle wissen, dass eine gute und qualitativ hochwertige Ausbildung die Grundlage für gute Pflege ist. Die vermittelten Fähigkeiten und Fertigkeiten sind wie ein Toolkit für das spätere Berufsleben. Vor allem in der Covid-19-Pandemie merkten wir jedoch, wie sehr die Pflegeausbildung in den Hintergrund rückte. Wir als junge Pflege Nordost stellen uns aktiv dagegen. Eine gute Pflegeausbildung braucht mehr Zeit. Auszubildende müssen genügend Zeit haben, um Neues zu erlernen und bereits Gelerntes zu festigen. Während der Pandemie ist viel Unterricht ausgefallen oder konnte nur unzureichend stattfinden. Selbstständiges Lernen und Selbstmanagement wurde vom Ausnahmezustand zur Grundvoraussetzung. Doch diese Kompetenzen müssen erlernt werden. Viele Pflegeauszubildende fühlen sich nicht gut auf die Praxiseinsätze, die Abschlussprüfung und die eigenständige Versorgung ihrer Patientinnen vorbereitet. Auszubildende sind keine Lückenfüller. Sie sind nicht dazu da, auf Kosten ihrer Ausbildungsqualität längst bekannte Versorgungslücken zu stopfen. Sie dürfen mit der Fülle des Lernstoffs nicht allein vor dem Bildschirm sitzen gelassen werden. Und sie dürfen definitiv nicht unvorbereitet in die Praxis-Lernorte geschickt werden. Das ist fahrlässig und hilft keinem. Auszubildende brauchen Zeit, um das komplexe Pflegefachwissen zu erlernen und Fertigkeiten zu üben. Eine gute Pflegeausbildung braucht mehr Investition. In Berlin ertönt von unserer Gesundheitssenatorin Kalaici immer wieder der Satz, wir müssen die Ausbildungsplätze verdoppeln. Aber wie können wir die Plätze verdoppeln, wenn jetzt schon viel zu wenig in die Ausbildung investiert wird? Wir fordern Klasse statt Masse. Bevor wir die Ausbildungszahlen verdoppeln, müssen die räumlichen, personellen und technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Wenn wir gute Pflege wollen, darf an der Ausbildungsqualität nicht gespart werden. Es ist unabdingbar, dass mehr in Studienplätze auch für Berufspädagoginnen investiert wird. Wer soll denn sonst die Nachwuchskräfte von morgen unterrichten? Zweckmäßige Lernräume müssen erst geschaffen werden, bevor wir irgendwelche Zahlen verdoppeln können. Im Moment ist es leider noch sehr stark vom Träger abhängig, ob die Rahmenbedingungen für eine gute Ausbildung gegeben sind. Das reicht von der Personalsituation bis zur Vergütung für Auszubildende und Pflegestudierende. Pflegestudierende bekommen momentan nichts für ihre Praxiseinsätze. Kein Ausbildungsgehalt, keine Praxisvergütung, nichts. Ein normaler Studentenjob ist aber kaum zu schaffen. Wer hält ein dreijähriges Studium durch, bei dem man nach dem Frühdienst im Krankenhaus, nachmittags, abends oder nachts noch Pizza ausfahren muss oder Supermarktregale einräumen? Wir fordern eine angemessene Praxisvergütung für Pflegestudierende. Ich bin Toni, ich bin Auszubildende zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und auch Teil vom Walk of Care. Und ich gebe euch jetzt einen kleinen Einblick zu unserer Forderung gute Ausbildung. Und zwar, ich bin jedes Mal sehr motiviert, mein gelerntes Wissen in die Tat umzusetzen. Doch oft habe ich nicht die Möglichkeit dazu, weil viele Faktoren Anleitungen beeinflussen. Nicht genügend Kapazität durch fehlendes Personal, Praxisanleiterinnen, die noch nicht nach dem aktuellen Standard arbeiten oder keine feste Regelung zu Anleitprozessen. Ich möchte jemanden, der sich ohne große Ablenkung in einer ruhigen Umgebung auf mich konzentrieren kann. Jemand, der die Zeit hat, meine Fragen zu beantworten, mich produktiv kritisiert und mir Sicherheit gibt. Und das ist leider nicht oft der Fall. Die Praxisanleiterinnen sind meist in den Dienstplan integriert und übernehmen selbst mehrere Patientinnen. Wie kann eine reibungslose Wissensvermittlung stattfinden, wenn man unter Zeitdruck steht und nebenbei noch andere Tätigkeiten ausführen muss? Darunter leiden doch sowohl die Patientinnen als auch ich, wenn sich die anleitende Person sich zwischen uns teilen muss. Ich bekomme nicht das nötige Wissen und andere Patientinnen können nicht fachgerecht versorgt werden.
Deshalb fordern wir, dass Praxisanleiterinnen nicht mit in den Stationsalltag eingeplant werden sollen, sondern als zusätzliche Pflegeperson fungieren. Es soll genügend Zeit zur Verfügung gestellt werden, um Anleitungen vorbereiten und evaluieren zu können. Mit der Generalistik haben wir schon einen guten Schritt nach vorne getan, da 10% als Anleitung stattfinden sollen. Das ist uns aber nicht genug. Wir fordern daher, 25% als Anleitungen einzuführen. Außerdem fällt mir oft auf, dass einige Pflegekräfte noch nicht nach dem aktuellen Standard arbeiten. Ich hatte schon öfter die Situation, beim zum Beispiel Vorbereiten von Antibiosen, dass mir unterschiedliche Herangehensweisen näher gebracht wurden. Antonia, zieh dir immer Handschuhe an, sonst entwickelst du irgendwann Resistenzen. Ah, okay, gut, mache ich das nächste Mal so. Und beim nächsten Mal heißt es dann, was? Zieh dir bloß keine Handschuhe an. Diese ekligen Krabbeldinger da in der Packung, die sind noch voller Keime. Lass das bloß nicht die Prüferin beim Examen sehen. Okay, also nur gute Händedesinfektion. Das verunsichert mich selbst so sehr in meinem Handeln. Ich habe das Gefühl, nicht richtig zu arbeiten und vieles falsch zu machen, wenn mir jeder etwas anderes erzählt. Deswegen ist dies ein weiterer Punkt in unserer Forderung, die berücksichtigt werden muss, dass Anleiterinnen immer stets nach dem aktuellen Wissensstand arbeiten. Oft bin ich auf Stationen, die nur wenige Praxisanleiterinnen ausgebildet haben. Es ist anscheinend nicht sonderlich attraktiv, Zeit und Mühe zu investieren, wenn man im Endeffekt nicht davon profitiert. Es ist eine anerkannte Qualifikation und eine weiter anerkannte Qualifikation sollte demnach auch besser vergütet werden, denn dadurch kann auch die Versorgung von Pflegebedürftigen sichergestellt werden. Wir sind die Zukunft der Pflege und wollen daher richtig ausgebildet werden. Genau deshalb sollen auch Auszubildende ernst genommen werden und wertgeschätzt werden. Macht den Beruf ansprechend für junge, motivierte Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und Spaß am menschlichen Miteinander haben. Und da gehört auch eine gerechte Finanzierung für Auszubildende aller Gesundheitsberufe dazu. Es ist immerhin eine Ausbildung, keine Ausbeutung. Zu guter Letzt benötigen wir für eine gute Wissensvermittlung auch die Bereitstellung von Materialien, Lehrmaterialien und Fachliteratur, um uns selbst auf dem aktuellen Wissensstand zu halten, unser Wissen zu festigen und auf wichtige Examen oder Prüfungen vorbereiten zu können. Ich bin froh, mich für diesen Beruf entschieden zu haben. Ich habe die Kraft und Hoffnung, wie wir alle hier, dass sich bald etwas ändert und unsere Ängste und Sorgen wahrgenommen werden. Denn wir wollen alle in einer sicheren Gesellschaft leben und das geht nur, wenn ihr uns ernst nehmt.